Herzlich willkommen, Freunde. Heute ist Mittwoch, der 27. Morgen ist Donnerstag, der 28. Und übermorgen ist der 29. Ja. Kalender mit Perle. Ich habe hier so eine scheiß Entzündung, ey. Sehe wieder kacke aus. Heute geht es um das Thema Boxenstopp. Boxenstopp. Und dazu habe ich hier mal, ja, Spiegel hier, ne? Da habe ich, ja, ich kann ja auch drehen, ich kann das beweisen, dass es ein Spiegel ist. Dazu habe ich mal ein paar Tools zurechtgelegt, ihr müsst das kennen. Also die Dampfqualität von meinem, ja, das ist wie mit dem Auto hier übrigens. In den Räumen hier, ich kann es ja mal zeigen, wenn ich schon mal dabei bin. No smoking, eine $150 Gebühr wird fällig, wenn man in einem Nichtraucherraum raucht. Stratosphäre. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem ganzen Gedampfe. Aber das Gedampfe habe ich hier festgestellt. Also das Hardcore-Dampfen, das mache ich hier im Bad. Und in der Bude dampfe ich auch, aber halt nicht so extrem. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass von meinem Typhoon GS die Dampfentwicklung zwar noch einmal in Ordnung ist, aber ein Wattestopp ist mal langsam fällig. Dazu habe ich hier verschiedene Sachen. Das nicht. Hier so ein Etui mit Pinzetten und so ein Zeug drin. Hier eine kleine Schere. Hier mein Dampfer-Urlaubsset. Ihr wisst ja, was drin ist. Hier ein bisschen Liquid und nachher wieder zum Auffüllen. Liquid und Waffelteig und Menthol zum Abrunden. Mag ich immer sehr, sehr gerne. Ja, und hier ist das Gerät, welches wir gleich instand setzen werden. So, und dazu würde ich jetzt mal die Kamera auf ein Stativ flanschen. Das läuft hier alles live. Ja, schauen wir mal hier unter. Jetzt machen wir mal Boxenstopp beim Typhoon GS. Das ist ganz gut, dass ich den Spiegel da habe, weil dann sehe ich auch, ob das auch alles sauber im Bild ist. So, wie machen wir das? Machen wir das mal so. Ich glaube, so sollte es ganz gut sein. Ich habe mir auch schon Stuhl genommen. Habe mir auch schon einen Stuhl genommen. Bin ich im Bild? Sehe ich gar nicht. Scheißegal. Hier ein bisschen rosa Brause, Limonade. So, dann schwenken wir mal wieder hier rauf. Den Burschen, genau. Muss ich mir mal merken. Dazu muss ich mal gucken hier, warte mal. Was habe ich hier drin? Was ist da denn drin? Da ist auch irgendwas drin. Weiß ich auch nicht. Wir können ja mal zusammen schauen. Hier drin. Ach, mein Terminal, ja. Hier ist mein Terminal drin. Das kann ich hier schon mal rauspacken, weil das brauche ich nämlich für morgen Abend. Okay. Was habe ich hier drin? Gar nichts. Mal gucken hier. Nö, nix. Okay, die Tüten sind leer. Was habe ich hier drin? Auch nichts. Okay. Ah, hier ist mein Wartungstütchen. Ich habe hier noch ein bisschen Liquid. Mit Liquid bin ich ganz gut hingekommen. Hier ist mein Wartungstütchen, wie ihr seht. Und aus dem Wartungstütchen, das werde ich jetzt mal öffnen, hole ich mal so ein bisschen Puffwatte raus. Das ist hier die normale Watte. Hier haben wir die Puffwatte. Und schneiden von der Puffwatte ein Stück ab. Jetzt weiß ich gar nicht beim GS, wie viel ich brauche. Aber ich brauche da sicherlich nicht ganz so viel. Ein Stück abgeschnitten. So, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen dick. Dann würde ich hier noch mal ein bisschen was abziehen, wegschmeißen. So, das ist unser neuer Docht. So, mal gucken. Als erstes nehmen wir natürlich den Tank ab und stellen ihn so hin, dass er nicht
auslaufen kann. Also mache ich das Drip-Tip ab, wie ihr hier seht, und stelle den hier hin. Na gut, ich stelle ein bisschen weiter weg und das haben wir schon wieder geklärt. Zum Glück sitze ich im Bad. Aber Toilettenpapier, alles was man so braucht. Stell den hier aufs Klopapier rauf. So. Zack. So, wie war das jetzt hier noch? Ach ja, dann haben wir ja noch die Kammer hier. Und die ziehen wir hier ab mit dem Meshtochten, wie ihr seht. Oder auch nicht. Packen wir auch mal zur Seite und schrauben die Kammer ab. So. Schrauben die Kammer ab. Damit wir an die Wände kommen. Ja, die ist auch schon ordentlich schwarz, wie ihr seht. Ja, wird Zeit. Wird Zeit, meine lieben Freunde. Die ist dahin, würde ich nicht sagen, aber die hat schon bessere Zeiten gesehen. So, nun nehmen wir uns hier mal aus meinem Etui eine Pinzette und formeln das hier mal alles so ein bisschen raus. Ich hoffe, ich bin hier noch so ein bisschen im Bild, dass ihr sehen kann, was ich hier mache. Das sind diese Wattepuffer. Die kommen mal zur Seite. So. Was haben wir hier? Das ist die normale. Kriegt ihr das so rausgezogen? Wäre schön. Ja. Wunderbar. Also die ist schon ordentlich versuppt, wie ihr seht. Da ist nichts mehr mit los. So, jetzt müssen wir noch diesen Dreiburn machen. Machen wir mal so. Jetzt müssen wir natürlich einen Dreiburn machen. Und das machen wir jetzt auch mal. Brennen die Wendel ein bisschen sauer hier. Brennen die alte Kruste hier mal ab. Noch ein bisschen Klopapier. So. Und brennen jetzt die Kruste weg. Ich hoffe, ihr könnt sehen, was ich hier mache. Bis die Wendel wieder gut aussieht. Ja, diese Wendel ist schon über ein Jahr alt. Sie ist quasi unzerstörbar. Sie wirkt unzerstörbar. Aber selbst wenn sie kaputt gehen sollte, ich habe ja Reservewendeln mit, wisst ihr ja, die ich schon zu Hause vorgewickelt habe. Das heißt also, es macht Sinn, zwei vorgewickelte Wendeln mitzunehmen, falls sie doch mal abbrauchen sollte, kaputt gehen sollte. Nach einem Jahr darf sie das dann auch irgendwann mal. Aber die sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ich zeige euch das nochmal hier. Ich könnte es natürlich jetzt auch dunkel machen. Dann könnt ihr es besser sehen. Ne? So. Solange es noch stinkt und räuchert, verbrennt da immer noch, immer so gepulst, verbrennt da immer noch so Rückstände. Ne? So mache ich das mit dem Dreiband immer. Machen wir Licht an. Gucken wir uns mal die Wendel an. Die sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Ja, das Einzige, was da jetzt noch qualmt, ist das Liquid an den Schrauben. So, nun hoffe ich, dass ich mit meinem Docht nicht zu stark geworden bin. Lass mal gucken, das. Die Dochte sitzen nachher auf den Schrauben. Ne? War das so? Wie war das noch bei dem GS? Mensch, ich weiß das gar nicht mehr. Sitzt das auf den Schrauben drauf? Moment. Jetzt bin ich ein bisschen. Nein. Nein, 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 nein. Die sitzen nicht auf den Schrauben drauf. Nonsens. Das war ja beim Dings so, beim Flashy Weber. Kann ja gar nicht. So, jetzt habe ich das hier so durchgefummelt. Und er will das hier so durchfummeln. Jetzt zieht das hier mal durch. Und ich merke schon, ist noch ein bisschen zu dick die Wörter, aber ist ganz gut. Ihr seht, da fasert schon so ein Stück weg. Wenn wir nur das durchziehen, das reicht ja aus. Anspitzen hier. Der Perle, ne?
ihr seht, passt hier fluffig rein. Supi supi. Klappen wir das hier so hoch und packen die Verdampferkammer wieder rüber und nehmen unsere Pinzette und ziehen die ganze Geschichte hier so ein bisschen nach oben. So, schrauben die Verdampferkammer wieder rauf. Zack, bis Anschlag. So, nun kommt der fummelige Part. Dazu brauchen wir einen unserer Zahnstocher, den ich aus dem Buffet geklaut habe. Und ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen erkennen. Ich könnte hier noch ein bisschen runtergehen. Ihr könnt es noch ein bisschen besser sehen. So, nun fummel ich natürlich hier den Wattestrang hier irgendwie so rein. Zack. Hier mache ich das Gleiche. Steckt den hier so rein und dann seht ihr schon, ist die Watte hier so ein bisschen verstaut. Nun nehme ich noch mal zusätzliche Watte, da kann ich ja normale Watte nehmen. Hier die Standardwatte, die DM-Watte. Und dann mache ich mir mal so einen kleinen Knuffi fertig. Den reiße ich hier so ein Stückchen ab. Zum Ausstopfen sozusagen der Ritzen. So, dann stecke ich dann den hier auch noch irgendwie. Stopfe ich den hier irgendwie rein. Ja. Ist schon okay so, das ist ja nur als Puffer. Da haben wir die eine Seite schon ausgepolstert, wie ihr seht, die hier. Und dann den anderen Haufen, den stopfe ich auch mal so ein bisschen so. Mal gucken, wie wir das hier machen. Nehmen den dann hier und stopfen den hier auch rein. Muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Weil wenn das nachher gesättigt ist, ist die Luft soll ja auch noch dran vorbeiziehen. Das scheint mir fast ein bisschen viel. Aber wir probieren das einfach mal. Wir probieren das einfach mal aus. Die Luft noch ein bisschen dran vorbei zirkulieren kann. Ich habe das jetzt oben, ihr seht es, einseitig hier so ein bisschen rüber geschoben und hier noch ein bisschen rüber geschoben, dass die Luft von unten auch ein bisschen reinkommen kann in die Kammer. Das ist meine Kammerhülse, die ist auch nicht versifft, aber die lasse ich so. Die könnte man natürlich im Zweifel noch ein bisschen sauber machen, aber das brauche ich nicht. Ist mir egal. So, jetzt benetze ich mal die Watte da drin mit ein bisschen Liquid, mit ein bisschen Waffelteig. Liquid. So. Passt natürlich auch nicht was rein. Tröpfchen, Tröpfchen. Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Hier auch. Ja. Boxenstopp im Urlaub sozusagen. Den Verdampfer werde ich auch nehmen. Nachher. Aber mit dem Edelstahltank. Werde ich auch nehmen, wenn ich wieder zurück nach Deutschland fliege. So, nun kommt natürlich die Wattestuppis oder vielmehr die Dochte, da wo die Watte sitzt, seht ihr rechts und links, da kommen diese Dochte rauf, zack, das war es dann eigentlich auch schon. Und dann kann ich jetzt hier Gas geben, zischt auch schon, fülle mal den Tank ein bisschen auf und der Boxenstopp sollte dann erledigt sein. Tank auffüllen. Ich glaube, das Waffelteig, das wird heute noch leer. So. Waffelteig. Zwei Tropfen. Ich habe gewartet, damit ihr das Zimmer schon wieder gereinigt, bis die Putze hier weg ist, wegen dem Treibern. Nicht, dass es hier so verbrannt stinkt. Ne? So, zwei Tropfen Menthol. Für die Geschmacksabrundung. Dann schrauben wir den Tank wieder auf. Zack. Stecken wir das Drip-Tip wieder rein. Zack. Und die ganzen Dochten, das versenke ich in der Toilette.
Und ich weiß nicht, ob ihr mich... Ist die dreckig? Habe ich hier irgendwas zum Reinigen? Warte mal. Ich sehe gerade, die Linse ist total dreckig. Ah, das machen wir doch auch gleich, ne? Wenn wir schon Wartung machen. Ja. Da hat sich wieder Staub drauf gebildet. Las Vegas Staub. So. Okay. So. Meine lieben Freunde, jetzt richte ich euch hier wieder aus. Ich hoffe, ich bin hier so halbwegs brauchbar, sichtbar. Dann machen wir ein Probedampfen. Obenseitig hat sich nichts geändert. Immer noch, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, immer noch 1,74 Ohm bei 25 Watt. Bevor ich jetzt hier wie so ein Geisteskranker räuche, mache ich mal die Tür zu. Peace. Luftblasen steigen auf. Luft kommt auch gut durch. Und räuchert wieder wie ein Alter. Ne? Ja, dann könnte ich ja natürlich auch gleich einen Dampferlässe-Video machen. Gleich hinterher schieben. Das war Boxenstopp. Ich zeige euch nochmal die Zutaten, die ihr da braucht. Ihr braucht eine Schere. Ja, er blubbert jetzt schon wieder. Die Watte sättigt sich. Ich dampfe nochmal. Ihr seht nichts. Also ihr braucht eine Schere. Ihr braucht eine Pinzette, aber nicht unbedingt zwingend. Ja, ein bisschen Puffwatte und normale DM-Watte und ein Zahnstocher, der hier irgendwo rumflog. Ach ja, der ist jetzt hier drin. Und ein Zahnstocher, den ich im Buffet ja, am Anfang meines Urlaubs ein paar mitgenommen habe. Die sind ganz gut, da will ich mir morgen nochmal welche mitnehmen. Ihr seht es, hier sind meine Zahnstocher drin. Die sind echt nicht schlecht, die Dinger. Ich habe sowieso gar keine Zahnstocher, nur so aus Plastik. Kann man natürlich auch nehmen. Hauptsache es ist spitz. Und man kann so ein bisschen rumstochern. Ne? Also die Pinzette habe ich eigentlich gar nicht benutzt. Die habe ich nur gebraucht, um das rauszuziehen. Also ist nicht unbedingt notwendig, die Pinzette. Ne? Ja. Ach, so, meine lieben Dampfer. Jetzt kommen wir gleich zum Dampferläster wie im Bad. Aus der Toilette sozusagen. Thematisch passend. Also wir kennen ja alle Marcel R., Ingo Schlüter, Dampfschland, es hat sich ein neuer dazu gesellt. Es hat sich ein neuer User zugesellt. Ich habe da extra Fotos gemacht. Ich wollte das Video eigentlich am Lake Beach, ich weiß nicht, am Lake Las Vegas machen. Da wollte ich heute eigentlich nochmal hin. Also schon 15 Uhr, warum melde ich mich so spät? Ja, noch ein bisschen gezockt. Ne? Und man weiß ja, wenn es läuft, laufen lassen. Hab nochmal $500 gemacht. Ja, ist nicht die Welt, ne? Aber immerhin. Ne? 500 Flocken sind 500 Flocken, das ist schon wieder... Der halbe Flug, ne, das ist ja schon ein ganzes E-Ticket sozusagen, Flugticket. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier, damit ich keinen Kram erzähle. Also, in meiner Reihe bekloppte Dampfer habe ich einen neuen. Der nennt sich, Moment, der hatte gepostet, Moment, unter das Video, damit ich euch keinen Scheiß erzähle, unter das Video, E-Liquids und das Runtermischen, die Theorie, Teil 1. Das ist schon ein älteres Video von mir. Von wann ist das an? Ich weiß nicht, so uralt ist das. Ne? Und er hat wohl gerade seine Liebe zu mir entdeckt. Seine Hassliebe. Und ja, ist da voll Akro davor. Der Mann, Akro-Man. Hier sind die Screenshots von meinem, was ich heute Morgen gerissen habe.
Es waren einmal, Moment, ich kann es ja mal erzählen. Es läuft laufen lassen. Also die größeren Sachen. Ne? Das waren einmal 251 Dollar. Vier Dreien. Ich kann es ja mal zeigen hier. Wenn ihr es denn schon sehen wollt. Ja, so. Hier so ein Bild. Da kann ich ja mal zeigen. Ja genau, 248 Dollar. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. 248 Dollar, das merken wir uns mal. Und Fiasse, genau. Fiasse hatte ich auch nochmal. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Fiasse. Und das waren bisschen ungefähr das gleiche. 248 Dollar. 248 Dollar? Kann sein, ne? Warte mal, lass mal schauen. Die Dreier. Die Fiasse. 248 Dollar. Die Dreier. 251 Dollar. Ich habe gerade zweimal das gleiche gezahlt. Ist ja auch kackegal. Das ist mein Dampfen. Also, es hat mich eine E-Mail erreicht, wie gesagt, in diesem Liquidronermischen Teil 1 Video, uraltes Video von mir. Das hat da gerade irgend so ein Spezialdampfer von den 85%, was ich, ihr wisst es, Dampfergrenze 2015, 85%. Komische Dampfer, für die man sich schämen müsste, dampfschlammmäßig und so, Ingo, sowieso. Und dieser Dampfer nennt sich Couchmuffel. Da hat er so ein komisches Foto, wo sich da Finger durchs Auge steckt oder sowas. Hat er wahrscheinlich vorher im Hintern gehabt. Keine Ahnung. So. Und der hat da irgendwelche wilden Kommentare geschrieben. Von wegen. Also, ich könnte ja, das mache ich jetzt mal. Ich blende jetzt mal die Kommentare von dem hier ein. Also, der Typ, der ist irgendwie sexuell frustriert oder sowas, keine Ahnung. Also der hat wohl schon lange keiner weggestecken dürfen oder so. Oder hat keine Frau und keine Freundin. Oder hat eine Frau und eine Freundin, die sind weggelaufen mittlerweile wegen dem Kram hier. Und naja, da hat er mal Kommentare abgelassen. Und diese Kommentare, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, die blende ich euch mal ein. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Naja, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Und kitzel solche Leute, weil ich kenne ja mittlerweile, wie die so drauf sind. Die brauchen nur ein bisschen kitzeln und dann sprudeln die Informationen. Aber lest es euch mal selbst durch. Prost. Ich dampfe in der Zwischenzeit, während ihr lest. Ah, so. Könnt ihr mal ein bisschen lesen. Ich schnappe mir hier schon mal die Bilder. Vielleicht sogar mache ich sogar über den Laptop. Ich mache mal einen Break. Ich schmeiß mal den Laptop an und dann melden wir uns am Laptop wieder und dann kommentieren wir mal von diesem Hirni, diesem komischen Maxen. Scheiße, ist ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt gekommen sind. Ist ja auch Latte. Jedenfalls, wir werden gleich umziehen. Wir werden gleich umziehen in mein HiQ, weil thematisch hier in der Toilette ist natürlich auch ein bisschen blöd. Wie ihr seht, obwohl es eigentlich ja hier reingehört. Couch, wie ist er? Couch Server? Nee, Couch Potato. Wie ist der Couch Potato? Ei. Ja, also, ihr merkt schon, solche Typen, Couchmuffel. Ja, so einer ist das auch, ne? Auch wieder anonym unterwegs, ne? Keinen richtigen Namen, weil die sich natürlich hinter der vermeintlichen Anonymität des Internets verstecken müssen und auch sollen, weil diese Leute auch in der realen Namen, das können die gar nicht bringen. Ne? Weil wenn das jemand anderes liest, ein Freund von dem, der sagt, dann komm mal hier, mein Freund, morgen gehen wir mal zum Arzt und dann versuchen wir das Ganze, deine ganzen Probleme mit dem Dampfen und deinen sonstigen Süchten, die du so hast und die dich so ein bisschen auf so eine schiefe Bahn gebracht haben, versuchen wir mal einen Griff zu kriegen. Ne? Dampfen nochmal. Immer dran denken, nicht zu viel dampfen, nicht zu hohe Nikotinkonzentrationen, nicht zu Sub-Ohm und auch nicht Stacking und so. Weil sonst wird man so wie diese anderen Typen. So, wir ziehen jetzt mal um. Bis gleich. Ja, wie ist eigentlich das Wetter draußen? Heiß, 36 Grad. Hotti, hotti. Also, so ist Las Vegas ja normalerweise, ne? Also, das ist mir schon, ich war von mal draußen, das ist mir schon eine Nummer zu heftig, ne? Also richtig heiß, ne?
Also draußen rennen wenig Leute rum, weil da kollabiert man. Das wird jetzt wieder richtig kuschelig. Aber das ist ja, geht ja noch alles ein bisschen heftiger, ne? So, jetzt sind wir hier im Internet, in meinem Internet HiQ, wie ihr seht. Hier ist mein Internet HiQ. Und Couchmuffel hatte ja wieder Langeweile. Ne? Da saß so zu Hause, Couchmuffelmäßig, ne, mit seinem Laptop auf seinem kleinen Beinchen oder auf seinem Gemächt, ich weiß es nicht, wo er diesen Laptop, womit er an dem Laptop, also womit er an sich rumrubbelt. Aber es wird schon so seinen Grund haben. Er hat da bestimmt schon rumgerubbelt. Das ist so ein kleiner ist das. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und ja, nun kommen wir mal zu dem, was er so geschrieben hat. Ich zeige euch das mal. Also sein erster Kommentar war der hier. Ihr könnt ihn euch ja mal durchlesen. Das ist der obere Kommentar hier. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Also, Couchmuffel hat geschrieben, das war mein Video im Runtermischen. Geht es nicht ums... Also, der hatte generell schlechte Laune, der Kerl. Ne? Der hatte generell ein bisschen aggro davor. Also, geht es generell nicht ums Mischen? Die ersten 10 Minuten geht es nur um deine Ausrüstung, was du alles bestellt hast und die Preise. Ja, ist ja wichtig. Wenn man ein Video macht zum Runtermischen, muss man ja auch die Preise nennen. Was braucht man zum Runtermischen? Normal. Und gut, ich kann es natürlich auch in 10 Sekunden machen, aber es sind ja nicht alle so eine Schnellmerke wie Couchmuffel, sondern ich erkläre das langsam, deswegen verstehen die Leute mich ja auch. Das ist ja der große Unterschied. Meine Videos werden verstanden, weil sie halt weil ich mir Zeit nehme. Mit vielen Sachen lasse ich mir große Zeit und das ist von großem Vorteil, was den Lernerfolg angeht. Ja, naja, die ersten 10 Minuten, hat er geschrieben, die ersten 10 Minuten geht es nur um deine Ausrüstung, was du alles bestellt hast und die Preise. Die Zeit hättest du dir besser ins angepriesene Thema investieren können. Naja, das Video in Summe geht ja 45 Minuten. Das bedeutet, wenn 10 Minuten ihm nicht gefallen, bedeutet das immer noch, dass 35 Minuten, also fast das gesamte Video, okay war. Ja, gut. Uraltes Video. Und diese Mischervideos, die habe ich auch nochmal anders gemacht, noch länger. Das, wenn der die sieht, dann dreht er total durch. Ne? Ja, und da habe ich dann geschrieben, ja, hast du wohl meine neuesten Videos noch nicht gesehen, dass er sich so einen alten Müll reinziehen muss. Okay, vielleicht sollte ich mal diese ganzen alten Videos auch mal löschen. Aber ganz gut so, dass es diese alten Videos noch gibt, sonst wäre dieser Kommentarstrang nicht zustande gekommen. So, nun geht's los. Nun hat er seine Frustration, seine Dampffrustration für sich entdeckt. Irgendwie, keine Ahnung, hatte wieder Jucken 5 gegen Willi, 5 ne, gegen Wiener, wie wir hier in Amerika sagen, 5 gegen 5 gegen Wiener. Und, was meint davon? So, nun geht's los. Nun hat er Folgendes geschrieben. Ich kann das euch auch zeigen, nicht, dass ihr denkt, ich denke mir das aus. Ich hoffe, die Auflösung, das müsste eigentlich funktionieren, ne? So wie ich das hier so zeige. Ich zeige mal so diesen ersten Strang. Ja, blende ich jetzt nicht ein. Vielleicht blende ich es auch ein. So, und dann lese ich euch das mal vor und dann lese ich dazu, sage ich dazu, was ich da denke drüber. Also er hatte geschrieben, man kann sehr wohl Nikotin mit einer 99,9%igen Reinheit kaufen. Ja, natürlich, habe ich ja in meinen Videos auch schon zum Ausdruck gebracht. In meinen neuesten Videos, die ihr ja nicht kennt. Naja, wollt ihr wieder schlau sein, ne? Kaufen, Michael. Das Video ist ja schon etwas älter. Aha. Ach. Falls du bis heute immer noch nicht weißt oder wissen willst, wo man das bekommt, sage mir einfach Bescheid, dann schicke ich dir den Link. Gedampfende Grüße. Also, denn, wenn der mir den Link schicken würde, würde ich ihn sofort sperren für meinen Kanal, weil es Leute, die Werbung machen für 99%iges Nikotin, das sind 900, zum Beispiel 99,9, das sind 999 Milligramm pro Milliliter Nikotin. Das ist tödlich. Ja, okay. Da wissen wir schon wieder, was für eine geistige Fraktion das ist. Ne? Würde ich nie auf die Idee kommen, jemanden einen Link zu schicken zu tödlichen Sachen. Genauso wie ich, hier den Couchmuffel auch nicht irgendwie ihm sagen würde, wo er Plutonium kaufen kann. Dass er sich das denn in der Küche oder sonst irgendwo mal hinlegt für schlimme Zeiten. Ne? Weil das wird ihn zerstören. Das wird ihn kaputt machen, töten. In letzter Instanz. Da habe ich dann geschrieben, solchen Dreck sollte kein anständiger Dampfer verwenden. Dieses 99%ige Nikotin.
Und jeder, der solche Links schicken würde, ist bei mir und allen anderen normalen Dampfer unten durch. Ja, ist nichts Neues, das wisst ihr, ne? Und bei normalen Dampfern ist das halt so, ne? Ist unten durch. So. Zu diesem Thema habe ich schon diverse Videos gedreht, aber da ich hier in den USA einen schlechten Upstream habe und weil die lang sind, kommt das erst in einer Woche. Ja, da kommen noch Videos, Freunde. Also ich weiß noch nicht, ob ich sie online stelle. Also wenn ich die online stelle, dann, also dann gibt es richtig Ärger. Dann flippen diese ganzen Irren aus. Ne? Also dann lege ich mich mit 85% der idiotischen Dampfer an in Gesamtdeutschland. Was aber nicht so schlimm ist, weil die sind ja halt ein bisschen komisch. Also finde ich wenig tragisch. So. Darauf hat er geschrieben. Den Link habe ich von Harry, in Klammer auf, Klammer zu. Der benutzt das unter anderem zum Beispiel und hat auch ein ausführliches Video darüber gemacht. Ja, ein Katastrophenvideo, ne? Also damit hat er sich aus der Dampfergemeinde rausgemischt. Also bei allen normalen Dampfern. Ne? Bei den Psychos ist er wahrscheinlich ganz, ganz weit vorne, aber bei allen normalen, vernünftigen Dampfern, die auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein haben, ist dieser Harry mit seinen komischen in der Waschküche kurzatmig da einen wegmischen mit Kohletabletten und ein Handy da irgendwo und da rumsauen in seinem Baumarktkostüm. Also Schutzausrüstung, da ist der natürlich völlig unten durch. Ne? Aber okay, ja. Video drüber gemacht. Und erzählt in der deutschen Dampferszene zu den anständigen Dampfern. Ja, da erzählt er. Vergangenheit. Die Future ist, erzählt nicht mehr dazu. Also zumindest nicht bei mir. Und in der Dampferszene, dieser Couchmuffel mag sich zu Dampferszene dazugehörig fühlen, aber die Dampferszene sind ja, wie schon gesagt, diese 85% voll irren. Und jeder, der in der Dampferszene agiert, ist zum Beispiel automatisch ein Guter. Ne? Also ich gehöre nicht zur Dampferszene. Und deswegen kann ich mir meine freie Meinung auch bilden. Und weil jeder, der zur Dampferszene gehört, der wird ja auch gleich niedergemacht von dieser angeblichen Szene. Ja, die Szene besteht ja nur aus Händler, deren Speichellecker und deren Profiteure. Ne? Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Das ist die deutsche Dampferszene. Ne? Also nur Bekloppte. Ne? Meiner Meinung nach. Ne? Zu den anständigen Dampfern. Nein, Harry gehört nicht zu den anständigen Dampfern, weil er eben solche Videos publiziert mit Links, mit Bezugslinks und dann auch noch Rabattcodes. Also das geht gar nicht. Ne? Damit hat er ein Video produziert, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil es den Dampfern massiv schadet. Also ich finde ja mittlerweile alles gut, was diese Dampfszene, nicht den Dampfern, was dieser Dampfszene schadet. Und damit hat er riesen Schaden angerichtet mit dem Video. Und deswegen Daumen rauf. Finde ich klasse. Das mit den anständigen Dampfern, das für mich nicht. So. Und der ist bestimmt nicht der Einzige. Ja, das ist eine Katastrophe, dass es auch noch andere Irre gibt, die sich zu Tode mischen und womöglich Anleitungen liefern, den Leuten liefern, wie die sich umbringen oder verletzen. Dampfen soll sicher sein und wenn man 99%igen Nikotin rumtüdelt, begibt sich in große, große Gefahr. So. Ich finde es auch gut, dass du hier für alle Dampfer sprichst. Kennst du denn jeden Dampfer persönlich? Nein, ich spreche nur für mich. Ich analysiere nur die Dampferszene, wie sie ist. Lieber Couchmuffel und meine anderen lieben Dampftuber und Dampfzuschauer und Channel-User. Ich mache meine Videos für meine Channel-User und die kenne ich. Und ich weiß, wie die ticken und das sind normale Menschen. Überwiegend. Es gibt natürlich auch ein paar Verrückte dabei. Ja, also die Antwort lautet klar ja. Ich kenne sie. Ich kenne meine Leute auch aus dem Forum. Ich kenne die quasi persönlich. Ja, kenne ich. Ne? Alle Dampfer kenne ich nicht und ich will die auch alle gar nicht kennenlernen. Ich will keinen Harry kennenlernen, ich will die Dampftüber nicht kennenlernen. Das interessiert mich alles nicht. Die können machen, was sie wollen. Ich bewerte das auf meine eigene Art und Weise. Aber jeder, wie er will und möchte. Ja, absolut richtig. Er hat's geschnallt. So, und ich bin mal gespannt auf das Video von dir und werde es mal anfangen. Leiden, brauche gar nicht weiterleiden werden, wenn ich dieses Video online stelle, denn wird jeder gucken, jeder Dampfer, ne? Das heißt, das Perle dreht durch, ne? Perle redet Tacheles, ne? Ja, ist halt so, ne? Kann er gerne weiterleiten, soll er auch, ne? Dampfende Grüße aus Deutschland, ja, ist im Büro scheißegal, dampfende Grüße, wohin auch immer, ne? 5 gegen Willi, also Unsinn. Darauf habe ich geschrieben, meine lieben Freunde, darauf habe ich dann geschrieben, ja, der dicke, kurzatmige Typ, ja, es ist ja halt ein bisschen kurzatmig,
der in seiner sterilen Waschküche mit Kohletabletten und Küchenquirl mit purem Nikotin rumsaut. Das ist das beste Anti-Dampfer-Video und genießt meinen vollen Respekt. Ja, hatte ich eben gerade schon erzählt. Ne? Absolut. Ne? Das ist meine Meinung. Ich hoffe, das Video schauen sich die Abgeordneten des Bundestages an und lassen es in ihre Überlegungen zur Reglementierung oder noch besser ein Komplettverbot aller Dampfartikel einfließen. Mit dem Video hat er der deutschen Dampfer-Szene, ist ja auch in Ordnung so, weil das sind ja nur die 85%, die Uninteressanten eigentlich. Die deutsche Dampfer-Szene, das sind uninteressante Dampfer, die sind einfach nicht wichtig. Die 15%, das sind die wichtigen, ne? Die vernünftigen Dampfer. Ne? Übelst geschadet. Also hat er der deutschen Dampfer-Szene, die es in meinen Augen nicht gibt, das ist eigentlich nur ein Händlerverbund und ein Händler- und Finanzverbund, sagen wir mal so, ne? Geschadet. Und das finde ich gut. Ja klar, finde ich das gut. Seine durchgebrannten Anhänger gingen ja mit dem Infomüll auch schon in meinem Forum hausieren. Ja, sind sie rausgeflogen. Ne? Also wenn bei mir jemand ankommt, von wegen Links publiziert, dann fliegt er bei mir eiskalt raus. Ne? Da gibt es noch nicht mal eine Verwarnung. Weil das steht auch in den Forumsregeln drin. Das ist nicht in Ordnung, wenn man Dampfer in Lebensgefahr bringt. Durch irgendwelche Tipps. Ne? So etwas wird bei mir sofort entfernt, habe ich geschrieben, da ich ein Problem damit habe, wenn Leute zu Schaden kommen. Ja, und da sind wir wieder beim Kernthema. Die Dampfer-Szene schadet sich massiv selbst und vernichtet sich auch selbst. Das ist auch in Ordnung so, diese Eigenvernichtung, die da läuft, auch in den Foren und mit ihren ganzen schwachsinnigen Ideen und was sie jetzt alles haben, die E-Zigarette nicht mehr E-Zigarette nennen wollen und jetzt wollen sie, die E-Zigarette kriegt jetzt einen neuen Namen, da haben sich wieder irgendwelche Leute zusammengesetzt und da irgendwelchen Unsinn fabriziert. Also so funktioniert ja die deutsche Dampfer-Szene. Das ist ja Aktionismus ohne Sinn und Verstand. Ne? Und das finde ich ganz gut so, weil damit zeigen sie eben, dass sie nicht mehr ganz dicht sind. So, jetzt hat Coach Muffel Folgendes geschrieben. Ich muss das einfach so erzählen. Moment. Wie lange läuft das schon? 12 Minuten. Haben noch Zeit. Haben noch Zeit, meine lieben Freunde. Hier. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich im Bild bin. Ne? Ach, ist ja auch kackegal. Erstmal ein Dampfen. Ne? So. Ja, also ist ja auch in Ordnung so. Ne? Also das ist meine Einstellung zur deutschen Dampfer-Szene. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe mit diesen ganzen Wahnsinnigen nichts zu tun. Die sollen sich zu Tode dampfen, zu Tode mischen, geht mich alles nichts an. Und wenn es da die ersten Opfer gibt und ich lese das im Fernsehen oder sehe das im Fernsehen, weil die Bild-Zeitung und Frontal 21 oder Frontal 22, man weiß es nicht, sich drauf stürzt, ist das ja auch absolut in Ordnung so und dann negative Presse macht, weil es ist ja auch richtig so. Es ist ja, das führt ja auch zu negativer Presse, wenn die Leute sich zu Schaden bringen. Ne? Ja, so. Nun hat er geantwortet, nun wurde er sauer, weil er gemerkt hat, dass ich ihm nicht nach dem Sabbel rede, dass ich da meine eigene Meinung habe, ne? Und ich das auch kann und seine Drohung, da soll er doch einfach weiterleiten, soll er ja auch sehen, ne? Er soll ja auch mit, ich nehme an, schon jede Menge E-Mails gekriegt, wo ich gesagt habe, Alter, bist du die ganze Zeit, nimm das Video raus, ne? Das geht gar nicht, ne? Das ist das übelste Video in der, meiner Meinung nach, in der deutschen Dampfer-Szene. Kein anderer Dampfer hat der Dampfer-Szene, zu der ich ja nicht gehöre, so massiv geschadet. Aber das finde ich halt okay. Ne? Weil wer das Video sieht, weiß, wie die Dampfer ticken. Und dieses Video müsste man dem Bundestag, also den Abgeordneten, die dann nachher abstimmen und die Gesetzesvorlagen und Entwürfe machen, denen müsste man das Video vorspielen. Und dann wissen die Bescheid, wie die deutsche Dampfer-Szene tickt und was man dagegen machen muss. Dass wirklich Handlungsbedarf besteht. Ne? So, jetzt hat er geschrieben, Junge, hattest du schon länger keinen guten Sex? Oder warum bist du so aggro gebürstet? Hat er noch falsch geschrieben, aber egal. Warum bist du so aggro gebürstet? Ja, also ich weiß jetzt nicht, was meine Meinung zur deutschen Dampfer-Szene mit Sex zu tun hat. Also wenn ich da muss er sich nicht drum kümmern. Das ist bei mir alles in trockenen Tüchern. Nichts mit 5 gegen Willi, weil, okay, wir kommen da gleich drauf zurück. Oder warum bist du so aggro gebürstet? Warum findest du es gut, wenn der Dampfer-Szene Schaden zugefügt wird? Ja, weil ich nicht dazugehöre, weil mich die nicht interessiert. Mich interessiert die Dampfer-Szene nicht, weil es gibt keine deutsche Dampfer-Szene, es gibt nur eine Händlervereinigung und deren Soldaten, sozusagen Verkaufssoldaten. Ne? Also es dreht sich, die deutsche Dampfer-Szene besteht nur aus Verkäufern und ihren, möchte ich fast sagen, ihren süchtigen Anhängern, ne? Die natürlich alles das machen, was die Händler gerne wollen. Ne? Also kann ich darauf verzichten. Und halt Verrückte, ne? Kann ich darauf verzichten, weil mich interessieren auch in meinem Channel nur die normalen Dampfer. Also ich brauche keine Dampfer-Szene. Ne?
Wenn die Dampferszene sich selbst Schaden zufügt, ist das ja in Ordnung so. Da habe ich nichts dagegen. Er kann im Keller so viel rummischen, wie er will. Der kann das Zeug saufen. Der kann machen, was er will. Und alle anderen können das gerne nachmachen. Bloß bei mir im Forum wird es das nicht geben. Und ich finde es scheiße. Ist halt so. Aus den schon genannten Gründen. Wenn der Dampferszene Schaden zugefügt, ja klar finde ich das gut. Weil die Dampferszene ist scheiße. Ne? Die muss weg. Die muss beseitigt werden, damit die anderen 15% normale Dampfer normal weiterdampfen könnten. Aber diese Dampferszene macht für alle Dampfer alles kaputt. Ne? Ist halt so. Sub-Ohm, Stacking, Obi gehört ja mittlerweile auch dazu. Also, weiß ich nicht. Na gut. Weil du in Amerika sitzt und es dir am Arsch vorbeigeht, ob wir hier in Germany Probleme bekommen. Übermorgen fliege ich wieder nach Germany, weil ich habe noch eine Mission, eine Dampfmission zu erfüllen. Ne? Ich muss noch einen langen Kampf führen und aufklären. Vielleicht können wir ja doch ein paar Leute der Dampferszene in die normale Dampfergemeinde wieder integrieren. Ne? Die Vollsüchtigen. Ne? Und voll. Ich weiß aber auch nicht. Ich glaube auch, wenn das Gehirn nachher kaputt gedampft ist, das kann sich nicht regenerieren, wie bei Alkoholikern. Ne? Wenn man zu viel Alkohol säuft, dann wird das Gehirn geschädigt. Und wenn es geschädigt ist, kann man das nicht wieder irgendwie nur durch eine Gehirntransplantation. Na, aber dann verändert man auch sein eigenes Ich, was bei der Dampferszene nicht unbedingt das Schlechteste wäre. Ja, nur weil du in Amerika sitzt. Ne? Ja, mir doch kackegal. Auch wenn ich in Deutschland sitze. Das ist meine Meinung. Also, das, unabhängig von dem Ort, wo ich sitze. Ne? Ja, ich glaube, wenn hier jemand der deutschen Dampferszene schadet, dann doch wohl du. Ja, das ist mir doch scheißegal, ob ich der Dampferszene schade. Ich verkünde nur meine Meinung und das ist meine persönliche Meinung und kann man gut finden und kann man schlecht finden. Ich glaube aber kaum, dass ich der Dampferszene schade, denn wenn ich der Dampferszene schaden könnte, dann würde ich das natürlich sofort tun. Würde ich sofort tun. Dann würde ich alle Videos sammeln und den Bundestagsabgeordneten zuschicken und. Aber für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Die Dampferszene zerlegt sich und schadet sich selbst. Da brauche ich nicht viel zu tun. Liebe Couchmuffel. Ja, dann doch du, ja, mir doch egal. Wieder so ein Typ, der glaubt, er hätte das Rad erfunden. Nee, nicht das Rad, aber die Dampfe sozusagen. Ich habe das normale Dampfen erfunden. Also nicht erfunden, also ich bin dem normalen Dampfen treu geblieben. Ne? Also das ist ja auch schon ein extremes Setting. Aber das geht alles noch. Ne? Und mit solchen Dingern laufe ich rum und bin hochgradig zufrieden. Ich brauche nichts mehr Neues. Ich brauche keine 200 Watt Akkuträger. Ich bin restlos zufrieden und dampf ganz normal. Ne? Und denke auch noch normal geblieben zu sein. Also das Dampfen hat mich nicht irgendwie negativ verändert oder aggressiv gemacht oder mein Sexualleben beeinflusst. Ne? Das findet bei ganz anderen Leuten statt. Ne? Ich nehme an, Couchmuffel hat da ein Problem. Wir werden gleich wegen seinem Sex, werden wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Ja, Rad davon. So, und da habe ich dann nun geschrieben, Moment, da habe ich dann nur geschrieben, den Sex, den ich habe, wirst du wahrscheinlich in deinem restlichen Leben höchstwahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Smiley. Aber der Punkt ist, dass du aggro gebürstet bist und ich tiefenentspannt. Ja, ist halt so, ne? Und ich tiefenentspannt. Hat nur nebenbei mit Sex zu tun. Das macht den Unterschied zwischen einem entspannten Dampfer und einem ausschließlich meine Videos gucken und der Dampferfraktion, den man ihren Penis, persönlich elektronische Nikotininhalationssystem, wegnehmen müsste. Wenn ich der Dampferszene, welche es übrigens gar nicht gibt, schade, ist das ja gut so, weil die Dampferszene schadet sich von ganz allein. Da brauche ich nichts machen. Da brauche ich null machen. Ich brauche nur zugucken und kommentieren den ganzen Kram. Wieso soll ich der Dampferszene schaden? Der Dampferszene schade ich, wenn ich aktiv, also ich kommentiere ja quasi nur, ich kommentiere ja nur das, was in der Dampferszene passiert, als Außenstehender. Okay, kann man schlecht finden, weil es ja die Wahrheit ist. Ne? Und die Leute wissen auch der Couchpotato, der weiß ganz, also Couchmuffel, der weiß ganz genau, dass das absolut korrekt ist, was ich hier sage. Ne? Na gut, die Sichtweise ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ich bin halt ein normaler Dampfer und ich lasse mich nicht für extreme Sachen instrumentalisieren. Läuft nicht, mache ich nicht. Kann mich auch kein Mensch zu zwingen. Das ist das Recht, was man in einer Demokratie hat, seine eigene Meinung zu haben und auch seine Meinung kundzutun. Ne? Muss ja nicht jeder schön finden. Ja, dann ist das ja gut so. Denn ich werde final. Warte mal.
Achso, denn ich wende final Schaden von denen ab, da diese dazu selbst nicht mehr imstande sind. Wenn nur. Warte mal, da muss ich noch mit. Ich hab da, was habe ich denn alles geschrieben? Nicht mehr imstande sind. Wenn du eine Szene dahingehend definierst, dass es eine Horde Psychosüchtiger sind, gehöre ich nicht dazu. Ich habe den großen Vorteil, mich weiterentwickeln zu können. Ja, das tue ich auch täglich. Und das unabhängiger zu sehen als andere. Ja, weil ich bin von dem Dampfkram, bin ich. Also, wenn das jetzt verboten wird, bricht für mich nicht eine Welt zusammen. Für jeden Dampfer wird eine Welt zusammenbrechen. Ne? Interessiert mich nicht. Dann wird es halt verboten. Dann müssen wir aufhören. Sondern es gibt Schlimmeres im Leben, ne? Als sich selbst umzubringen. Ne? Ja, man kann sich natürlich auch mit Nikotin umbringen. Ne? Das ist natürlich das, der große Vorteil. Man kann dampfen und man kann sich auch noch schneller töten, ne? Wenn man es dann unbedingt will. Ne? Aber das finde ich nicht in Ordnung. Na gut. Ich bin auch nicht irgendwelchen Zwängen von Foren, Facebook-Gruppen oder sonstigen unterworfen. Ja, ich bin, lieber Couch-Potato, ich bin unabhängig. Ich kann mir meine eigene Meinung leisten. Und unabhängig davon, was andere davon halten. Ja, das ist natürlich eine gute Sache. Ne? Also diesen riesen Vorteil haben ganz, ganz, ganz wenig Menschen. Ne? Und das ärgert die wahrscheinlich. Ne? Weil wenn man erstmal auf so einer Schiene ist, da wird man ja von allen Seiten, ich kenne das ja, Gruppendruck. Ich definiere mich nicht als Teil einer Szene oder Gruppe, sondern ich bin einfach nur ein normaler Dampfer und habe meine eigene Meinung zum Dampfen und zur Szene übrigens. Ne? Ja, unterworfen. So. Ich kann das schreiben, was ich persönlich für richtig erachte. Geil, oder? Ja, ich habe den großen Luxus, ich kann mir das einfach erlauben. Ne? Und ob es gut gefunden wird, ich muss niemandem gefallen. Ne? So, dann hat er nun geschrieben, und genau das, nun hat er jetzt geschrieben, und genau das sprichst du anderen ab, indem du hier so rumposaunst. Dein Sex, den du hast, schon wieder Sex, ne? Ich weiß nicht, was der 5 gegen Willi, also der muss noch am Stau haben. Also da sind die Akkus vollgeladen und ja, kein Standgebläse, nichts momentan, außer wahrscheinlich seinen eigenen Händen, nichts da, was ihm eine gewisse Entspannung bereiten könnte. Ne? Naja, okay, er ist schon wieder mit seinem Sex, ne? Den Sex, den du hast, möchte ich gar nicht haben. Ja, den wirst du auch nicht haben. Und ich bevorzuge den Sex mit Menschen. Ja. Na, also wenn er da mal nicht ein bisschen geflunkert hat, ne? Ja, Sex mit Menschen ist ja auch, wenn man sich selbst einen runterholt, ne? Also ich nehme an, Couchmuffel holt sich einen runter. Ne? Aber gut, okay. Kann ja auch sein, dass er da irgendwelche Mädels bezahlt. Ne? Dann ist das ja auch in Ordnung so. Sind ja auch Menschen, ne? Prostituierte sind auch Menschen. Interessiert mich auch alles nicht. Sein Sexlife, nichts ist langweiliger als sein Sexleben. Ne? Ist unglaublich. Ne? Aber er will wahrscheinlich bei mir mal zugucken. Ne? Nehme ich mal an. Ne? Das ist so ein kleiner Schlummerfinger. Ne? Ich habe lediglich eine Frage gestellt und daraus machst du, dass ich Akku bin. Oh, ja, ist es halt so. Ja, natürlich ist er Akku. Ne? Das ist ein Spinner. Entschuldigung, habe ich das gesagt? Nein, ist kein Spinner. Der ist voll in Ordnung. Das ist echt ein toller Typ. Ne? Ein Dampfer halt, ne? Aus der Dampferszene. Sehr bedenklich, aber eben deine Meinung. Ja, natürlich meine Meinung. Wenn du immer mit Menschen so umgehst, die mal anderer Meinung sind, tut es mir in deinem Umfeld, sofern vorhanden, sehr leid. Das ist mir doch scheißegal, was andere Leute... Das ist ja normal. Ich unterliege keinen Zwängen von irgendwelchen komischen sozialen Netzwerken oder sonst irgendwas, weil ich nirgends aktiv bin. Ich schreibe keine Kommentare bei YouTube, weil mich das alles nichts angeht und nicht interessiert. Ich mache nur das in meinem Channel, was ich... Ups, war der Akku doch leer. Also nochmal, ich finde Dampfen ja nicht scheiße, sondern ich finde nur Dampferscheiße, die Dampfen und alles, was mit Dampfen zu tun hat, zu ihrem persönlichen Fetisch erklären. Ne? Also die auch wahrscheinlich eine gewisse sexuelle... Also das sexuell anregend finden. Deswegen hat er das wahrscheinlich auch mal mit seinem Sex da, ne, ins Gespräch gebracht. Ich will nicht wissen, was der so jetzt gerade, wo er mal nicht vorm PC sitzt, wenn er mal nicht vorm PC sitzt, was er jetzt gerade mit seiner Dampfmaschine macht. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wir wollen es uns auch gar nicht vorstellen. Ne? Was? Wo das? Da gibt ja so Typen. Ne? Ja. Ja, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, ich meine Zeit nicht weiter für Kräutengrüße aus der City. So, darauf hat er nun geschrieben, wohin übermäßiger Konsum von billigen... Das muss ich jetzt mehr ausklappen, weil das ist auch wieder mehr von ihm.
wohin übermäßiger Konsum von billigen Basen und Aromen führen kann, von billigen Basen. Ja, da ist jemand neidisch. Da ist jemand richtig gepestet. Ne? Wohin übermäßiger Konsum von billigen Basen und Aromen führen kann, beweist du ja mit deinem Kommentar anschaulich. Naja. er ist ja nun auch keine Kurier da drin. Irgendwelche Kommentare zu schreiben, die eine gewisse Logik implizieren. Null. Das ist nur Gefasel. Also wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, er hat schon 3 Flaschen Jackie weg und hat sich noch 5 Dosen Bier reingezogen, dann noch ein paar kurze, ein paar Dornkarte hinterher. Und dann hat er sich überlegt, jetzt haue ich noch mal ein paar Kommentare raus. Dann, wenn er eine Frau hat, dann springe ich noch mal auf die Mutti, auf meinen Safter und dann geht das los. Ne? Dann hat er noch mal richtig geilen Sex mit Menschen. Ne? Wenn es dann den Dampferin ist, würde ich sagen, oh, ein Mensch, ich weiß nicht. Ja. Wenn sie zur Dampferszene gehört. Wenn nicht, wäre es wieder Mensch. Ne? Dampferszene sind keine Menschen. Das sind Verrückte. Das sind einfach Verrückte. Ne? Naja, okay. Wo übermäßiger Konsum. Also ihnen geht das wohl auch auf den Sack wegen billige Basen und so. Dass ich meinen Kram selbst mache und dass das nur 18 Cent kostet. Ja, das ist kein Geheimnis. Deswegen mache ich die Videos. Ne? Kann jeder. Kann jeder. Und die sind besser als alles andere auch. Was man so kaufen kann, was bloß eben 10 oder 20 mal so viel kostet. Das ist genau das Gleiche. Das ist ja das Tolle an meinen Videos. Die Leute können es alle nachmachen und das stört die Leute. Vielleicht ist das auch ein Händler. Es kann auch sein, dass es ein Händler ist, weil, würde mich nicht wundern, weil die Händler ticken ja. Das ist ja genauso das ist so Händlerintelligenz. Ne? Ich sage ja IQ 70, aber ich weiß nicht, ob das noch IQ 70 ist. Ne? Couchmuffel. Vielleicht solltest du mal wenigstens die harten Drogen weglassen oder den Arzt wechseln. So juckt mir mein Auge und meine Nase juckt mir schon wieder so. Oh mein Gott. Ah, aber zum Glück juckt der Schwanz nicht. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Wir amüsieren uns hier übrigens, ich sehe, jetzt lässt er die Hosen runter. Wir amüsieren uns hier übrigens köstlich über deine geistigen Ergüsse. Ja, wir. Ja, gehört der Dampferszene an. Ne? Ja, scheiße, ne? Das ist Gruppendynamik, Druck und sowas. Ja, die einzigen, die sich wirklich köstlich über so Typen wie dich amüsieren, das bin ich und meine Leute bei mir im Forum, die normalen Dampfer und auch die normalen Zuschauer, die meine Videos gucken. Die amüsieren sich in Wirklichkeit. Die lachen sich tot und die lachen euch aus. Also dich, Couchmuffel und deine Kumpanen. Immer schön rein, Couchmuffel. Super. Wir haben sie uns köstlich für deine Casting gelöst. Ja, interessiert mich nicht. Dafür sind meine Videos ja auch da. Die sind ja auch zur Unterhaltung und sollen Spaß machen. Aber sie machen nicht jedem Spaß. Sie machen mir Spaß, sie machen meinen Zuschauern Spaß, den normalen Dampfern. Und der Dampferszene machen sie keinen Spaß. Das macht aber nichts. Das macht nichts. Das ist gewollt. Ich wünsche dir viel Glück bei der Arztwahl. Okay. Keine. Ja, jetzt wird er richtig böse, ne? Jetzt denkt er, jetzt kann er mir das richtig, richtig geben, ne? Oh, ich war so ein bisschen, als ich das gelesen habe, kullerte mir fast eine Träne runter, ne? Ja, der Arztwahl. Hoffentlich findest du in naher Zukunft einen, der dir wirklich helfen möchte und sich nicht hinter deinem Rücken über dich lustig macht, so wie wir es hier in Deutschland tun. Ja, aber wir, Perle und die anderen, machen uns lustig über die deutsche Dampferszene. Das ist auch viel schlimmer, ne? Das ist auch viel schlimmer. 15% machen sich lustig über 85%. Also 15% normale, vernünftige Menschen machen sich über die 85% durchgebrannten lustig. Ja, weil das Dampfen halt Menschen fertig macht. Süchte machen Menschen fertig. Und das Gute daran ist ja halt, dass dieses fertig machen, dass das natürlich auch irgendwann relativ schnell auffällt. Ne? Also, ja, okay. Mit seinem Wir. Mir doch scheißegal. Hauptsache, ihr habt Spaß, das ist auch wichtig. Ne? Ein bisschen Spaß und 5 gegen Willi ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man mal keine Frau hat. Denn Hauptsache, man hat da Spaß dran. Ne? Und saut auch nicht so rum. Lustig machen. So wie wir es in Deutschland tun. Ja, mir doch egal. Die werden noch ausrasten, wenn die meine Videos sehen. Das ist sicherlich auch der Grund gewesen, warum du geflohen bist. Der weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, aber egal. Also die haben schlecht recherchiert, die Leute. Ne? Also diese deutsche Dampferszene, die ist noch wieder ein bisschen uninformiert. Der denkt wahrscheinlich, Dampfschland hat mich hier ausgewiesen aus Deutschland.
Und ich bin jetzt hier Asyl in Amerika, ne? Muss hier bleiben, um von hier dann gegen die deutsche Dampfersehne zu kämpfen. Nein, übermorgen komme ich wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und dann will ich natürlich live miterleben, wie die ganze Dampfersehne durchdreht, wenn nachher irgendwann im November die Verbote kommen. Da freue ich mich schon drauf. Weil das Gute ist eben halt, solchen Typen wird dann geholfen, ne? Couchmuffel und seine Kumpels halt, ne? Ist bestimmt ein Händler oder sowas. Ich weiß das nicht. Könnte ein Händler sein. Weil die sind so komisch manchmal. So, geflohen bist. Hier bist du ein armer Irrer, der mit seiner Fäkalsprache um Aufmerksamkeit bettelt. Das lass aber mal so unkommentiert stehen. Ne? Das hat Couchmuffel geschrieben. Ja, geil. Ne? Die Amis sind da toleranter. Das will ich nicht unbedingt sagen. Die Amis sind sehr, sehr konservativ. Ne? Aber da hat er nun wieder keine Ahnung, weil er versteht nur sein kleines Universum, sein kleines Dampfuniversum. Darum könntest du da drüben ja mehr Glück haben. Nee, habe ich nicht. Die Amerikaner, muss ich ganz ehrlich sagen, Couchmuffel, die sind, was die Toleranz angeht, die Toleranzgrenze, die Toleranzschwelle ist bei den Amerikanern deutlich niedriger, weil hier ist Faschismus ganz groß. Also hier ist Faschismus ganz groß. Die Schwarzen und die Weißen, die haben sich nicht unbedingt lieb. Das ist so ähnlich wie bei den, also in Deutschland ist es ja so, die Zigarettenraucher und die Dampfer, die haben sich ja lieb, weil die Zigarettenraucher von oben auf die Dampfer runtergucken und denken, die haben Schweine. Ne? Guck dir die Armsüchtigen an, ne? Weil die sind ja beknackt. Ne? Aber hier in Amerika ist es halt so, hier gibt es ganz große Rassenproblematiken. Und auch je nach Religionszugehörigkeit sind die sehr, sehr konservativ. Also das Thema Toleranz ist hier nicht so gegeben. Die Toleranz ist in gewisser Weise zwar vorhanden, aber wenn man das Ganze ein bisschen mehr blickt, wird man feststellen, die Amerikaner, die sind die intolerantesten Menschen, die es auf der Welt gibt. Deswegen führen die auch überall Kriege und versuchen, alles mit Gewalt durchzudrücken. Also Toleranz ist hier in Amerika ein Fremdwort. Toleriert wird zum Beispiel, man kann anziehen, was man will, man kann aussehen, wie man will, aber man wird doch doof angeguckt. Und die Leute denken sich ihren Teil. Ne? Also es ist noch schon ein bisschen heftiger, was hier so abgeht. Aber dazu muss man auch ein bisschen Erfahrung haben und ein bisschen wissen, wovon man redet. Er weiß es offensichtlich nicht ganz so genau. Er weiß aber auch viele Sachen. Hier, Couchmuffel weiß viele Sachen nicht ganz so genau. Okay. Ist sein gutes Recht, ne? Ein bisschen doof sein. Ich weiß ja, mit wem ich so zu tun habe. Also von daher schocken mich diese Menschen auch nicht mehr. Können sie mich auch nicht mehr irgendwie erschrecken oder sowas, weil ich weiß das schon, auf welchem Niveau die da operieren. Ne? Okay. Geflohen bist und mit deiner Fäkalsprache um Aufmerksamkeit bittest sie an. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück auf baldige Genesung, soweit Arroganz, Ignoranz und eine falsche Selbstwahrnehmung heilbar sind. Geil. Alle Leute, echt. Ihr seid doch Dampfschlander, echt. Geil. Und darauf habe ich dann geschrieben, das, was so eine Kommentare eigentlich als Belohnung verdienen. So, ich habe nun geschrieben, genialer Unsinn, welchen du hier postest. Alles Unsinn, er hat nur Schrott geschrieben, ne? Nur Müll. Ne? Er hat mir so zwischen den Zeilen damit gedroht, dass die Dampfer-Szene, also ihr, wir, also er sagt, er und sein Noli-Kumpel, ne? Dass ich da bei ihnen auf Ungnade, dass ich unwürdig bin. Das interessiert mich nicht. Selbst wenn 1 Million Leute meine Meinung scheiße finden, ist das auch okay. Jeder hat in unserem Land, in Deutschland auch hier in Amerika, das Recht, das zu denken, was er gewillt ist zu denken. Aber er hat ja nun nur Schrott geschrieben. Ne? Deswegen genialer Unsinn, welchen du hier gepostet hast. Du bist das lebendige Beispiel für ein Nikotin-Komplettverbot und gesellst dich zudem sehr unterhaltsam in die Reihe Marcel R., Ingo Schlüter, Dampfschlamm und Konsorten. Für Typen wie dich würde ich ein Verbot des E-Dampfens und möglichst auch der Verbrennungszigaretten, Crack und Crystal Meth sind ja schon zum Glück verboten, Klammer zu, begrüßen. Du gehörst zu den 85% der unwürdigen und unrühmlichen E-Zigaretten-User, seine Kumpels auch, wusste ich ja noch nicht gerade, habe ich überlesen mit dem Wir. Ja, weil interessiert mich auch nicht so. Ich weiß ja, was das für Typen sind. Fast spacken gesagt. Du gehörst zu den 85% der unwürdigen und unrühmlichen E-Zigaretten-User, denen der Konsum scheinbar auch nicht bekommt,
Upsala. Und ich werde in einem meiner nächsten Videos, also diesem, deine Beiträge im Video zeigen, diese professionell analysieren und hoffentlich auch wunderbar unterhaltsame Lösungsansätze für dich erarbeiten. Ja, kommen wir gleich zum Fazit. Von Typen deines Kalibers lebt mein YouTube-Channel, ja ganz klar. Und es zeigt herrlich, wie verpeilt einige Dampfer mittlerweile sind. Alles, was Spaß macht und extrem unterhaltsam ist, findet meine klare Zustimmung. Ja, sein Müll ist natürlich auch geil, ne? Weil es einfach zeigt, wie verpeilt die alle sind, wie alle irre, ne? Und meine klare Zustimmung. Und vor allem, die wissen auch gar nicht, was los ist, was ich hier mache und wie meine, ja, wie meine Verhältnisse sind, ne? Dass ich Zuhälter bin in Deutschland und jeden Abend andere habe, ne? Falls ja, aber die halte ich natürlich mit Crack bei der Stange. Ne? Falls du noch mehr Sex, sexuell, warte mal, was habe ich da geschrieben? Achso, falls du noch mehr sexuelle oder suchtgesteuerten anderen Frust ablassen möchtest, tu dir bitte keinen Zwang an. Hau deinen Blödsinn, wie oben schon geschehen, raus und zusammen in einem Sondervideo werden wir eine Lösung für deine Probleme finden und präsentieren. Ja, das kommt gleich. Kommt gleich. Da staunst du dich jetzt aber bestimmt, oder? Gut, dass es auch noch normale, nette Dampfer gibt, wie mich. Und die sich auch um die hoffnungslosen Fälle kümmern. Ja, natürlich, irgendeiner muss diese hoffnungslosen Dampffälle, die Totalschäden, thematisieren. Da bin ich der Mann für. Ich freue mich auf eine Umsetzung der Tabakprodukte-Richtlinie, ja mittlerweile, ja, weil diesen Menschen muss geholfen werden. Und ich wüsste nicht, wie man denen helfen kann, nur durch, indem man das alles verbietet. Und hoffe... Ja, finde ich natürlich, für mich ist es natürlich auch schlecht, ne? Aber okay, ich kann damit leben, ne? Ich bin da schon so ein bisschen weiter vorangeschritten, ne? In meiner Suchtkarriere als diese Typen, ne? Und hoffe sehr, dass die Bundesregierung Typen wie dich berücksichtigt und ein Regelwerk findet, welches dir deine Probleme mit der Welt und Süchte irgendwie nehmen kann. Davon profitierst du und deine reale, aber auch virtuelle Umwelt und Scheinwelt. Da hat sich da so ein kleines Universum aufgebaut. Wir, irgendwelche Gruppen, Facebook, diese ganzen Bekloppen da, diese ganzen Händlergruppen oder in irgendwelche anderen Foren, in diesen komischen Blockwart-Foren. Ja, da produziere ich schon gewisse Feindbilder und die Solidarität. Bei Dampfern ist es ja immer so, weil man irgendeinen hat, auf den man rumhacken kann, ja, denn rottet man sich natürlich zusammen, so wie in der Schule. Ne? Das ist dann so ein kleines Mädchen, das kriegt immer Kloppe. Und damit die anderen nicht auch noch Kloppe kriegen, stellen sie sich zwischen die großen Jungs und sagen, ja, ich will auch mal kloppen. Ne? Ganz klar. Kindergarten. Ne? Also das, was im Kindergarten stattfindet, das macht dieser Dampfbuffel und seine Kumpels. Ne? Also nicht unbedingt die intelligenteste Fraktion, die es in Deutschland gibt, meiner Meinung nach. Ja, da staunst du jetzt. Aber... Oder. Gut, das ist auch immer noch mal. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Ne? Ich freue mich auf eine Umsetzung. Scheinwelt, genau. Die Helligkeit geht immer runter. So oder so, alles wird auch für dich gut. Ich drücke dir ganz fest in die Daumen. PS, führe unbedingt einmal einen Nikotintest bei den Substanzen, welche du so dampfst, durch. Du scheinst etwas, da scheint etwas nicht zu stimmen. Ja. Couchmuffel. Da hat Couchmuffel wieder ein abgelassen Sondergleichen, Marcel R-mäßig. Also kommen wir nun zum Fazit. Ein langes Video, ich weiß. Ein langes Dampfer-Video, ein langes kritisches Dampfer-Video, wo ich mal wieder einen neuen Stern am Dampferhimmel für euch aufgetan habe. Ich hoffe auch, seine Kumpels, also die Wirs aus den Foren oder Facebook-Gruppen oder sowas, werden, so sie noch einen gewissen Restverstand haben, erkennen können, dass dieser Couchmuffel den größten Fehler getan hat, den er nur tätigen kann. Also in seinem übersteigerten, verzerrten Wahrnehmungsbild, was das Dampf angeht, hat er natürlich wieder einen rausgehauen, wo ich sagen würde, toppi. Also besser geht ja gar nicht. Also wenn jetzt Couchmuffel noch anfängt, mit 100%igen Nikotin rumzusauen, dann eine Bilderserie macht und eine Beschreibung und überall Links verteilt, wird mir natürlich noch besser gefallen, weil das stärkt ja die Geschichte. Also das produziert ja, produziert ja quasi noch härtere Verbote. Und alles, was der Dampfer-Szene
schadet, und die schaden sich ja selbst massiv, ne? Ob nun ein gewisser Harry in seiner Waschküche da rumsaut, im Quirl, 100%igen Nikotin rumquirlt, mit seiner Schürze und Gummihandschuhen, ja, im Sadomaso-Outfit sozusagen aus dem Bauhaus, ne? Oder eben Couchmuffel da so einen Unsinn ergießt bei YouTube, so ein hirnrissigen Unsinn. Das sind alles so Sachen, die sind gut, weil diese Typen schaden ihre eigenen Zähne. Also sie machen das Wir kaputt. Und irgendwann werden die dann natürlich auch von ihren eigenen Kumpels da Klassenkloppe kriegen und sagen, bist du denn bekloppt, solche Sachen zu Bälle zu schreiben? Der wartet doch nur drauf, dass du dich da so outest, ne? Dass du dich da wie so ein Irrer, wie so ein Vollidiot darstellst, ne? Ja, da brauche ich nicht lange warten. Das funktioniert von ganz alleine, weil die Leute sind alle so hasserfüllt. Und bei ihm kommt natürlich auch noch eine sexuelle Frustration wahrscheinlich hinzu. Würde ich mal jetzt diagnostizieren, so als Hobby-Doktor-Perle. Ne? Aber deswegen mache ich jetzt nicht noch irgendwie einen Lösungsansatz für seine Probleme. Dann soll er sich einen runterholen und gut ist. Ne? Und das mit den realen Menschen, naja, okay, das hat er ja wohl wahrscheinlich nicht ganz so. Ne? Sonst würde er da ja nicht so vom Leder ziehen, weil da hätte er noch eine bisschen bessere Kinderstube. Ne? Aber ich finde das natürlich sehr geil, weil das sind die Typen, für die ich nachher froh bin, wenn es ein Komplettverbot gibt. Weil den Leuten wird wirklich mit einem Komplettverbot geholfen. Oh, meine Augen sind aber schlecht geworden, Mann. Ob das vom Dampfen kommt? Ich weiß es nicht. Ich trinke noch mal ein bisschen Augenbrause. Auf die Kamera noch, ja. Ja, also ein Verbot des Dampfens ist für Couchmuffel und alle seine komischen Heinis. Vielleicht ist er ein Händler und alle seine Händlerfreunde, wenn er kein Händler ist, für alle anderen Suchtkrüppel, mit dem er da so rumhängt. Ja, hat er mir einen großen Gefallen getan und dadurch euch wieder ein hoffentlich unterhaltsames, schönes Video spendiert, schön langes Video, wo wieder alles gezeigt wird, was gezeigt werden muss, und alles gesagt wurde, was gesagt werden muss. Also, liebe, sollte ihr ein Abgeordneter der Bundesregierung zugucken, bitte schon die Dampfer nicht. Sie haben es nicht verdient. Und okay, bei einem Totalverbot stehe ich natürlich auch im Schlauch. Ne? Dann ist bei mir auch vorbei mit Dampfen. Aber das Tolle ist, die Welt dreht sich weiter. Es gibt auch ein Leben ohne Dampfen. Und na klar, man kann auch natürlich dampfen, ein bisschen. Ne? Aber wenn man es halt eben so extrem übertreibt, dann wird man halt ein bisschen plemplem. Und wird auch so ein bisschen, ja, er hat es, glaube ich, als Agro, da hat er wieder, beim kleinen Jungen hat er wieder zugehört, also er hat das als Agro beschrieben, was ich mache. Das ist nicht Agro, das ist einfach nur meine Meinung, die sich quasi aus, also die Damm, also hier Couchpotato, hier Couchmuffel, der hat es ja nun gezeigt, wie die Dampfer-Szene funktioniert, ne? Und wer will solchen Typen angehören? Wer will sich in so eine Szene integrieren, die wohl mit so harten Bandagen gekämpft wird, wie Couchmuffel das tut? Und er wird seine Gründe haben, das zu tun. Und ich finde das auch sehr, sehr gut. Und ich sage beide Daumen rauf. Geile Kommentare. Ich habe da jedenfalls eine Menge Spaß gehabt. Und alleine deswegen hat sich das Erstellen dieser Kommentare gelohnt. Und meine Zuschauer werden mit diesen Kommentaren wahrscheinlich auch viel Freude haben. Und ich weiß nicht, ob sie es so ähnlich sehen, wie ich es sehe. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen Entertainment gehabt und wir konnten uns mal wieder über jemanden richtig, richtig ablachen, sozusagen. Also ich habe ja echt Spaß gehabt mit den Kommentaren. Ich saß hier heute Morgen irgendwie totgelacht. Ich habe echt, Scheiße geschrien. Ich denke, super. Ne? Immer noch mal ein bisschen pieken. Und da habe ich dann wieder einen neuen Kommentar. Ich dachte, ey, sitzt bestimmt vom PC. Der rastet aus jetzt gleich. Und bang, genau, ausgerastet. Ne? Ja, das macht den Unterschied zwischen einem entspannten Dampfer. Das ist der Unterschied zwischen einem entspannten, normalen Dampfer und einem, wie ich es so nenne, diese Dampfer. Geil, ne? Weil mir ist das alles kackegal. Wenn die was verbieten, dafür bieten die, das kann ich sowieso nicht ändern. Aber ich muss immer im Auge behalten, auch gerade weil ich ja YouTuber bin, was ist das Beste für die Dampfer? Ja, dass es keinen Dampfen mehr gibt. Das ist wirklich das Beste in vielerlei Hinsicht. Ne? Sie bringen sich nicht um, sie bringen sich nicht in Gefahr mit irgendwelchen Mischgeschichten oder sowas, weil die das einfach nicht unter Kontrolle haben. Sie sprengen sich nicht in die Luft mit Zap-Umdampfen, sie stecken sich nicht zu Tode, dass sie die Akkus da um die Ohren fliegen. Sie fangen nicht in irgendwelchen Waschküchen mit dem Küchenquill Harry-mäßig an, in so einem
Hobby, Hobby, Gummianzug sozusagen und Kohletabletten und ein Handy mit Notrufnummer. Ich brauche Arzt. Rumzumischen, sich zu Tode zu mischen und anderen noch eine Anleitung zu geben, wie die sich zu Tode mischen sollen. Also es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es muss verboten werden. Es muss Nikotin verboten werden. Es muss das Dampfen verboten werden. Und, und. Schade um die, ich sage mal dazu, vernünftigen Dampfer. Aber diese vernünftigen Dampfer, es gibt da nicht mehr viele von. Und von daher, da es ja nicht mehr viele normale Dampfer gibt und nur noch diese komische Fraktion, verbieten wir sie. Dann haben diese Menschen eine neue Aufgabe für sich, also eine neue Freiheit für sich gewonnen. Und damit kann quasi die Regierung, die Gesetzgebung alles richtig machen, was man richtig machen muss. Das ist mein Fazit dazu. Dann höre ich eben, wenn es verboten wird, höre ich auch auf mit Dampfen. Ist ja kein Problem. Für mich ist es kein Problem. Ne? Ich würde nicht ganz so gerne aufhören wollen, aber für mich wäre es, wenn es ein Komplettverbot gibt, nur dann höre ich auf. Ne? Gibt Schlimmeres. Auch wieder Zigaretten oder sonst irgendwas. Eine schöne Tüte. Gibt so viele schöne Sachen, ne? Oder fress Jellybeans. Wird Jellybean-süchtig. Ja. Gibt so viele tolle Sachen im Leben, ne? Aber Dampfen ist nicht das Wichtigste. Und Dampfen ist nicht der Nabel der Welt, ne? Aber für viele schon, ne? Und daran sieht man halt eben, wie süchtig sie doch letztendlich sind, ne? Und wie bedauernswert, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute aus der Ferne. Sage tschüss.